Moin, hallo, ich grüße euch. Heute geht es um das Thema Kopfplatte. Das heißt, die Kopfplatte am Hals kann man ja, wenn man mag, anpassen. Man kann es auch so lassen. Ich zeige eine Möglichkeit, wie man heute sehr symmetrisch so eine kleine Schweifung reinbekommt. Dazu benötigen wir zumindest am Anfang erstmal Papier, Lineal, Bleistift und Schere und am Ende dann eine Stichsäge und etwas Schleifpapier. Viel Spaß! Ja, Ziel ist es ja, eine ganz symmetrische Schweifung zu bekommen, links und rechts. Und das bekomme ich mit einer Schablone ganz simpel hin oder mit einem Stück Papier. Das heißt, ich brauche erstmal meine Breite von der Kopfplatte. Die ist in meinem Fall 8,8 cm. Das heißt 8,8. Die Mitte davon ist 4,4. Dann einen langen Strich. Linke Grenze, rechte Grenze. Dann kann ich mir was überlegen, was immer ich möchte, einen Bogen oder auch nicht oder ein Zickzack. Und ich entscheide mich jetzt hier mal für so einen Bogen, das heißt so eine Schweifung. Das heißt, ich mache das nur auf einer Seite. Dann wird dieses Stück Papier einfach mal gefaltet, genau in der Mitte. Dann schneide ich mir meine Schablone grob aus. Und dann nochmal ganz genau. Und somit habe ich dann die perfekte Schweifung oder eine perfekte Schablone, ganz symmetrisch für die Kopfplatte, für meine Gitarre.